Varga aus Ungarn. Ja, ein durchaus gelungener Sprung, den sie hier zeigt. Also nicht von ungefähr in diesem Sprungfinale. Gegen eine starke Konkurrenz. Allerdings muss man dazu sagen, dass aus dem starken rumänischen Team zwei Damen nicht zugelassen wurden fürs Finale. Denn mit Simona Amanar und Gina Gojan hatten sich bereits zwei Springerinnen für die besten acht qualifiziert. Und damit blieb für Claudia Presekan und Alexandra Marinescu kein Platz mehr. Genauso wie für Jelena Produnova aus Russland. Und das sorgte dafür, dass wir am Ende oder später in diesem Wettbewerb noch einen US-Amerikaner sehen werden. Der zweite Versuch. Schön, dass sie mit ihrer Leistung zufrieden ist. Für sie natürlich schon ein toller Erfolg, überhaupt in dieses Finale vorzustoßen. Und da noch zu bestehen, sie übrigens keine Nutznießerin der Länderklausel, dass nur zwei Athletinnen aus einer Nation starten dürfen. Denn sie hatte sich als Fünfte qualifiziert. ...9,543 Punkte, der zweite Platz. Bisher ist sie doch ein wenig enttäuscht, hat sich etwas mehr ausgerechnet.